Fans im rappelvollen, ausverkauften Stadion Esp. Stadionrekord. Da gibt's Vollspeed schon vor dem Anpfiff. Der Badener Nachwuchs echt antrittsstark. Die Heimbilanz ihrer großen Vorbilder allerdings nicht gerade furchteinflößend. 8 Spiele, 1 Sieg, mickrige 5 Punkte. Baden keine Heimmacht. Und so wagt sich Aarau schon bald in die Offensive. Das ist Fasliu. Fasliu auf Georgiev. Georgiev zieht in den 16er rein, schießt, abgelenkt und Tor. Das ist die frühe Führung für die Gäste. 0:1. Kurz vor der Pause Eckball Aarau. Avdili vor dem Tor im Offside. Jäckle mit der Direktabnahme, Fasliu im Nachschuss, aber eben Offside. Das Tor zählt nicht. Avdili behindert bei Jäckles Schuss Torhüter Spicher, Schiedsrichterin Schmölzer liegt richtig. Halbzeit 2, Aarau immer noch das bessere Team. Das ist Georgiev, das ist Demhasai. Demhasai zurück auf Georgiev. Wo ist die Lücke? Keine Lücke. Georgiev zurück auf Avdili. Der findet die Lücke doch noch. 0:2. Die FCA-Fans dicht gedrängt im Freudentaumel. So macht Challenge League Spaß. Und die heimschwachen Badener, die wollen in der vollen Hütte natürlich auch noch was zeigen. Furrer mit der butterweichen Flanke und da ist wieder einmal Davide Ciampa. Nur noch 1:2. Der Baden-Topscorer mit Saisontreffer Nummer 9. Damit schließt er zu Challenge League-Topscorer Balou vom FC Biel auf. Schlussphase. Noch einmal der FC Baden, aber Gonüs mäht Laski um. Gelb garantiert Emotionen ebenso. Das Aargauer Derby lebt. Und der FC Aarau holt im zweiten Spiel im neuen Jahr den zweiten Sieg. Baden-Aarau 1:2.